Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Kickers. Ja, wir machen gleich straight weiter für unsere mit unserer Singleplayer-Mission. Wir brauchen übrigens 40 Rooster-Punkte, um diese neue Waffe da freizuschalten. Nur mal so nebenbei. So, eliminate all terrorists. Blub, blub. Diverse Tangos hast du nicht gesehen. So, was? Wir haben nur zwei Leute? Ach du Scheiße. Ja, ich weiß immer. Abort Mission. Ich weiß immer, wie die Leute heißen. Okay. Genau, das sind die neuen. Die brauchen wir. Alles klar. Single Mission. Alter, mit zwei Leuten soll ich die Mission machen? Krass. Breacher und Pacifizier. Alter, blubla. Ja, na dann, have fun, wa? Got it. Have fun. Wir gucken mal ganz vorsichtig um die Ecke. Aha. Okay. Scheint erstmal hier nicht großartig was zu sein, wa? Looks clear. Who's there? Aha. Oh, schmeiß doch mal. Wir haben ja noch. Obwohl, bei zwei Leuten haben wir ja nicht mal so viel Flashbangs. Schnauze. Hier schießt was. Ja, kommt mal alle raus hier. Oh! Krass! Wow! Alles klar, verstehe die Situation. Bin immer gespannt, wann die Stealth-Klasse kommt. Okay. Die wäre in solchen Situationen echt hilfreich. In position. So, in position. Ich breach das Ding mal. Did you hear that? Und renn mal gleich rein. Und ich überlege gerade, wo ich mich am besten in Deckung stelle. Am besten hier unten irgendwo. Dann snipe ich hier mal durch. Mit dem Weg mal hier nochmal um die Ecke so ein bisschen. Naja. Nicht optimal. Dass man so sagen darf. Schießt doch schon wieder einer. Schießt den tot, Alter. Kann nicht so schwer sein da. So. Gucken wir hier nochmal vorsichtshalber. Aber da ist eigentlich keiner, wa? Nee. Gut, dann müssen wir irgendwie mal hier so reingucken. So, und dann ist halt die große Frage, wie gehen wir jetzt am besten ran? Von vorne oder von oben? Von oben kann man nämlich auch angreifen. Wär fast noch günstiger, wa? Wenn er nach oben lang geht. Und der andere unten oder so. Von hier aus können sie auch noch ballern. Besser ist natürlich, wenn man das zu zweit macht. Und nicht den alleine da oben rumrennen lässt. Ja, wenn ihr mir gedacht, dass da noch welche stehen. So, da ist safe. Got it. On your mark. Da ist safe. So, wieder zurück. Draußen wird wieder Feuerwerk gemacht, also nicht wundern. Ja, theoretisch könnte ich den halt jetzt noch ein bisschen vorziehen, ne? So vorsichtshalber. Okay. Da sind auf jeden Fall die Geiseln drin, ne? Okay. Gucken wir uns auch das Klo mal an. Vorsichtshalber. Nicht, dass der Verbrecher gerade auf Klo ist. Nee.
ist er nicht. Got it. So, ich will mal mit dem hier auch noch ein Stück vorgehen. Mal gucken, ob wir irgendwas erreichen. Jo, machen wir, aber der ist jetzt wieder, wa? Eieieiei. Ist mir ein bisschen zu gefährlich. Kommen wir unten lang? Huh? Natürlich nicht. Ich weiß, hier will ich nicht unbedingt so. Naja. Schauen wir mal. Er macht aber einen guten Job, muss ich sagen. Aber dass er noch Anfänger ist. Okay, dann latsch mal in die Tür. Okay. Okay. Klo. So, ich schmeiß hier trotzdem meine Flashbang. Ich weiß nicht, bin mir da nicht so sicher. Nee. Da ist keiner. Da ist auch keiner. Gut, dann machen wir oben weiter. So, da durfte ja dann eigentlich ja keiner stehen hier in der Zeit. Durch die Fenster ist natürlich schwierig, ne? Okay, da ist keiner. So. Naja, da dürfte dann theoretisch auch keiner sein. Okay. I'm on it. Jo, hier ist auch keiner. Kann ja eigentlich bloß noch hier in der Donne sein. Theoretisch. Oder hier. So, der wird mich dann auch wahrscheinlich sehen, wenn ich jetzt hier an den Fenster vorbeigehe. Genau. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da sind noch mehrere. Na, du solltest den eigentlich nicht mitnehmen. So, okay. Theoretisch haben wir jetzt jede Ecke durchsucht, ne? Außer den Raum da. Ja, da war der letzte. Oh, cool. Volle Punktzahl. Sehr schön. All Hostiles eliminated. In 2 Minuten 24 volle Punktzahl. Oh, feini, feini, feini. Jo, dann sehen wir uns in der nächsten Mission wieder, würde ich sagen. Und von daher, haut erstmal rein, euer Sainty LP.